Jetzt ist es soweit. Der Kuss. Du bist so abstoßend. Mach einen Kuss, Julie. Irgendetwas Menschliches bei dir übrig? Ich bin dein Gott hier. Und tu, was ich sage. Nein, lass mich aus dem Auto. Jetzt sofort. Komm, mach doch keinen Mist jetzt, okay? Denn sonst kommst du nie wieder, nie vor eine Kamera. Yeah. Hilfe! Yeah. Hey, Julie! Julie! Hey! Julie! 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 Geh nicht weg! Hey! Ein Foto! Verschwinde von hier! Ah! Ah! Michael, Fotograf. Was? Fotograf. Also, ich bin nicht wie diese Verrückten da draußen. Also, hab keine Angst vor mir. Okay, dann hilf mir, hier wegzukommen. Ich zahle, was immer es kostet. Ich brauche dein Geld nicht. Komm schon. Aber ich glaube, ich kann dir helfen. Schau, was ich habe. Oh. Sorry, ist es keine Limo? Oh, ich hasse Limos. Das ist gut, danke. Hey! Wo wollt ihr hin? Schnell, komm sofort zurück! Schnell! Ich war gefangen und vertraute einem Fremden mit meinem Leben. Ich bin Julie. Und das ist der Beginn meiner Liebesgeschichte. Ach, das wirst du für den Rest deines Lebens bereuen. Also, das ist mein bescheidenes Heim. Ich weiß nicht, wie ich dir danken kann. Wenn ich nicht genug Geld habe, ich kann dir einen Scheck geben. Ich sagte doch, ich brauche kein Geld von dir. Komm schon. Oh, okay. Und was willst du von mir? Ein Foto, ein Autogramm? Gar nichts. Jeder will was von mir. Ha. Ruhm, Geld, was? Was ist dein Preis? Wow, mein Preis. Um ehrlich zu sein, ich bin zum roten Teppich gekommen, um ein paar Bilder von dir zu machen. Aber nicht dein Katerblick. Ich wette, da steckt etwas dahinter. Und ich wollte nur wissen, was es ist. Okay. Du bist wohl der Erste, der mich bemerkt hat. Nicht mein Körper, nicht mein Katerblick. Nun, es ist jedenfalls sicher hier, also du kannst einfach bleiben, wenn du willst. Ich blieb bei ihm, während die ganze Welt nach mir suchte. Michael war der erste Mensch, der sich um mich sorgte, ohne nach einer Gegenleistung zu fragen. Und ich verliebte mich in ihn. Ich dachte, er auch, aber ich kannte damals nicht die ganze Wahrheit. Innerhalb weniger Tage wurde dieser Fremde zu meiner engsten Person. Und ich öffnete ihm mein Herz und meine Seele. Ich bin soweit. Du kannst deine Bilder machen. Ich will nicht, dass du denkst, ich benutze dich. Das denke ich nicht. Niemand kann mich so sehen wie du. Warum glaubst du das? Weil du mich liebst. Komm, bevor ich meine Meinung ändere. Durch seine Augen fühlte ich mich schön zum ersten Mal in meinem Leben. Denn er brauchte mich. Und nicht mein Ruhm oder mein Geld. Aber leider findet jedes Märchen mal sein Ende. Weißt du, manchmal will ich einfach verschwinden. Ich wünschte, ich könnte mit dir weglaufen. Vor dem Rest der Welt. Und wohin? Auf eine Insel irgendwo. Weit weg von hier. Ich suche einen Job. Wir leben ein normales Leben. Ich bin dabei. Verzeihung? Ich meine, ich bin dabei. Ich bin bereit, überall hinzugehen mit dir. Nun, ja, aber ich habe meinen blöden Reisepass nicht da. Der ist zu Hause, wo er ist. Ich hole deine Sachen. Nein, das tust du nicht. Doch. Er ist ein Monster. Er ruiniert dir das Leben.
Das kann ich nicht zulassen. Also kümmere ich mich darum. Aber nein! Lass mich nicht los! Los? Ich komme zurück. Ich versprech's. Ich versprech's. Von diesem Moment an rief Michael nicht mehr zurück. Er war den ganzen nächsten Tag weg und dann... Was tust du hier? Zieh dich an. Wir gehen heim. Der Freak hat Nacktfotos von dir für Magazine gemacht. Du bist nicht mal dankbar, dass ich ihn gestoppt habe? Ich konnte es nicht glauben. Hatte ich die ganze Zeit falsch gelegen? Benutzte Michael mich? Nein. Oh nein, nein. Und darum verkünde ich heute, dass wir heiraten werden. Nein, das ist krank. Ich liebe dich nicht. Dann musst du halt so tun. Denn Produzenten werden uns mit Angeboten überschütten. Und wir werden die Stars sein. Nein, ich bin nicht dein Bankautomat. Verärger mich nicht, Julie Carter. Hol dir normales Kleid, denn es sieht beschissen aus. Hey, Julie! Julie, hier! Julie, hier ein Foto! Eins, Julie! Julie, hier! Schau, Kamera! Schau, eins, Julie! Okay, Jungs, wir brauchten bloß etwas Zeit alleine. Und jetzt sind wir bereit, euch eine große Neuigkeit mitzuteilen. Julie! Als ich Michael sah, sprang mir das Herz fast aus der Brust. Hey, lass den Freak ja nicht rein! Mom, kennen Sie ihn? Zu dieser Zeit wusste ich nicht, wieso er Blutergüsse im Gesicht hatte. Ich dachte nur, er würde mich benutzen. Nein, tu ich nicht. Gut so. Also, Leute, große Neuigkeiten kommen. Was ist das? Das ist Michas Kamera. Also hast du sie gestohlen und dir alles ausgedacht. Micha! Michael! Hey! Was machst du da? Julie! Michael, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, wie ich ihm glauben konnte. Ich sagte, lass mich nie los. Ich werde zurückkommen. Ich werde immer zurückkommen zu dir. Ich verspreche es. Fotografiert mich! Ich bin der Star hier! Vergiss es! Du bist nur interessant wegen ihr! In diesem Moment wurde mir klar, dass wahre Liebe selbstlos ist. Leute zeigen uns nur, wer wir sind, wenn die Kameras ausgeschaltet sind.